Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grounded. Wir sind noch im Eichenlabor und wir wollten noch mit Burgle quatschen. Der pfeift hier irgendwo. Hallo, Burgle. Ja, fortfahren erstmal. Wir haben natürlich einige Fragen. Was sollte ich jetzt tun? Do you want my advice on how to get home? Or are you looking for other adventures? Ja, was ist erstmal. Was soll ich sonst. Nee, wir machen erstmal den nächsten Schritt, ne? What would you do without me? My advice, if you want to get home, is to find all of my super chips in the other labs in the yard. Okay. Dr. Tully backed up my memories on super chips. And in theory, my restored memory will assist in repairing the spacer. Unfortunately, as I said, the only lab location I do remember is the Hedge Lab, located near the southeast corner near the house. The location of the super chip is on your map. Use your scabby menu to access your map. It is very handy. Ja, das werden wir gleich mal machen, Burgle. First, build a good base to call home. Survival is important for your success. You are going to be here for the foreseeable future, so get cozy. Ja, und eine Basis werden wir auch noch bauen, auf jeden Fall. Second, keep foraging for new materials and analyze them for additional recipes. Every new bushcraft recipe will make you a more formidable survivor. And lastly, check out the ASL terminals for additional quests to help me out. I will happily trade you more recipes for raw science. Okay, danke. Find and return more of my chips to expand the list of recipes. Oh, and lastly, try not to die. Laughing out loud. Ich liebe Burgle. Er ist mega cool. Er ist wirklich sehr cool gestaltet. Okay, also Haupt, um hier wieder wegzukommen, sollten wir die Superchips finden. Und da wir ja wohl ein bisschen Zeit hier verbringen werden, sollten wir vielleicht uns eine Basis bauen. Machen wir natürlich auch. Wir bauen uns ein kleines schickes Heim. Oder ein großes. Mal sehen. So, dann haben wir noch Fragen an dich. Was ist Ominent? Ominent Practical Technologies is one of the largest research and manufacturing companies in the world. Its main research facility is right here in the town of Brook Hollow. Oh, das erinnert mich voll an Resident Evil. Wie hieß da denn die Organisation? Oh, ich hab's doch gespielt. Ich komme gerade nicht drauf. Naja, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Dr. Tully, and by extension, yours truly, was an employee of Ominent for a long time, until very recently. Okay, dann haben wir noch Fragen über ihn. A question about me? Ja. I'm flattered. Was ist dein Zweck? I am the last existing Burger Lad, Mark IV, created by Dr. Tully. Since his disappearance, I have been continuing his research and experiments. I am a fully functional research assistant. I can answer science questions as well as assign tasks for you to complete. Welche Art von Aufgaben? Every day I will have a number of tasks for you, my budding science assistant, to complete. Finish them and I will reward you for your hard work. Just do not mention anything to OSHA. The last thing I need is another investigation into underage labor practices. Der hatte ich gehört. Dr. Tully, while he was working on designs for an automated burger restaurant to be licensed to Roby's Burgers. There were 14 other Burgle prototypes created, but alas, I am the only one who remains. Oh, er hatte 13 andere Brüder. Nee, 14. Andere Brüder und die sind alle tot. Oh, das tut mir leid. Was sind deine Hauptdirektiven? Das sehen wir ja. Hier haben wir einen Pfannenwender. Das kann ich gerade. Ah, so eine Zange, ne? Und was hat das alles mit Wissenschaft zu tun? Aber, oder wir können Braten und Grillen. Das fragen wir mal. Sind Braten und Grillen nicht irgendwie redundant? Everyone's a critic.
Oh, Dr. war traurig. I have been adapting my functionality with the assistance of Dr. Tully. I am also trained in organization, data science, and mustache grooming. Though I suspect you will not be needing the latter for a year or two. Wie sollte ich meinen Burger denn braten? Consuming raw or undercooked meats may increase your risk of foodborne illness, especially if you have certain medical conditions. Medium rare. Okay, halb durch. Medium if you must. But if you request well done, I will show you the truth behind my grilling function. Okay, Burger, dann kommen wir wohl nicht so zusammen. Gut, haben wir noch was? How Nee, can I ne? help you today? Nein. Please come again soon. I am extremely lonely. Oh ja, wir kommen natürlich wieder. So, hier habe ich gerade gesehen, gibt es noch ein bisschen Zeug, was wir einsammeln. Oh, Burger ist total cool. Man könnte eigentlich den ganzen Tag bei ihm stehen und wäre bestens unterhalten. So, wir wollten uns ja hier noch im Labor umsehen. Wir haben ja jetzt erst diese Räume hier. Ja, da hier ist ja aufgebrochen. Hier gucken wir uns gleich auch nochmal um. Da ist nämlich schon mal Rohwissenschaft. Dann haben wir wieder Science. Oh, ich liebe diesen Sound. So, und wir haben ja jetzt unsere Hand gescannt. Das heißt, wir müssen den jetzt nutzen können. Tada! Ist offen. Oh, da ist auch Science. Wir haben eine Fackel. Gucken wir uns doch mal hier um. Also hier sind überall Batterien, die ein bisschen rumverteilen. Du hast einen Milchmolar Calcium-Kautablette gefunden. Schlürfe diesen mit vitaminversetzten Brei, um noch stärker zu werden. Kau dein Calcium. Joghurt Milchmolar. Ja. Können wir noch nicht. Dafür brauchen wir einen Hammer der besseren Stufe. Aber die Science können wir ja noch mitnehmen. Schön. Science is surprisingly awesome. Ja, und da liegt auch noch eine kleine Kassette. This morning I installed the borrowed lab modules, another one of my forgotten inventions from the early days. I had such grand notions back then. The Kinder Science Mini Quick Little Chemist Lab Educational Toy for Children. But no, Wendell, we can't possibly put hydrochloric acid into the hands of children. The lawyers will never agree. It's a good thing I never told them about the Bunsen burners. Odd that Ominent has been using my toy pieces in this way. I digress. The lab network is now up and running in the backyard. I'm planning to dedicate each one of them to a different function. Main power will run through here, the Oak Lab, as the center of operations for the backyard. The second lab is nestled into the hedge. Such wonderful views from up there. Side note, I'm worried that Ominent's shoddy manufacturing of the lab pieces will cause them to fall apart over time, but they will do for now. Okay, Labormodule. Hat er ein Mini Chemiebaukasten für Kiddies entwickelt. Ja, aber, also er meinte ja, oder viele finden es unverantwortlich, Kindern, was war das? Naja, irgendeine Säure in die Hand zu drücken. Ich glaube tatsächlich, wenn man Kindern einen gewissen Umgang schon direkt schult, also sie müssen ein gewisses Alter erreicht haben, ja? Aber sagen wir mal so Grundschulalter. Dann finde ich das total cool. Dann schult man halt den Umgang mit gefährlichen Stoffen direkt. Und ich glaube auch, ki dass Kinder, wenn man denen sagt, Vorsicht, könnte wehtun, dass sie sich auch dran halten. Nee, Kinder sind halt nicht doof. Weil hier sind ganz viele Tafeln, die wollen wir uns auch nochmal angucken. Spacer, Covalent Space Reducer. Damit den Strahl. Waschmaschine, guck mal, das war eine Waschmaschine. Pizzatable. Okay, scheint noch die Anfänge zu sein. Was haben wir hier? Für Burgle Eyes Only.
Irgendwelche Regeln fürs Burger machen. Top Secret Science Burger. Top. Cool. Ja, also, ja, die Tafeln sind hier. Und die muss man sich selbst angucken und sein Bild, sich sein Bild drüber machen. Ich kann natürlich einfach schreiben, was ich sehe. Oh, hier ist auch noch eine Kassette. Aber jeder interpretiert ja so Gekritzel anders. So, hören wir uns das mal an. Vergrößerungstest 50. One success after another. I have returned Burgle to his original size. It appears that my new raw science containment field is working at 99% effectiveness. 98.5%. Right, Burgle, right. However, as Burgle indicates, there is some minor insignificant raw science leakage. A note for another time. Noted. But I see no reason to put off a human trial. I believe there should be no issues. But, audentes fortuna juvat. I am ready to prove my creation's full potential. End recording. Burgle, I'd like to record some messages for my family, in case things do not go as planned. Ja, da hatte er das erste Mal Erfolg, der gute Wendell Tully. So, liegt hier sonst noch etwas? Ich sehe gerade nichts. Dann gucken wir mal. Assistant Manager Schlüsselkarte. Haben wir nicht. Also kommen wir dort noch nicht rein. Aber hier ist ein Knopf, den können wir nochmal drücken. Tada! Und das Labor, da kann man einmal im Kreis gehen. Das heißt, wir gehen jetzt mal die Stelle lang, wo es ein bisschen offen ist. Da. Da war ja nur der Molar noch drin. Ja, genau, den können wir noch nicht holen. Haben wir ja gesehen, brauchen wir ein besseres... Aber da liegt noch was. Brauchen wir einen besseren Hammer. Ja. So, da springe ich mal nicht runter. Wir gehen uns mal dort die Kassette schnappen. Burgle Transcription Unit 87.9.5. Order number 1. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello, my name is Burgle and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping and grilling. Grilling? A feature useful only to your obsolete burger-flipping brethren now consigned to the scrap heap? I need you to monitor these readings, Burgle. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Understood. Appending monitor power fluctuations to my prime directive list. Deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. Auch alle hacken da auf seinen Grillen herum. So, schauen wir mal hier. Also ducken kann man sich natürlich auch. Oder schleichen. Dann sind wir hier. Dann versuchen wir mal hier diesen Ast rüber zu kommen. Ups. Oder unten ist auch noch Science. Kommt man dann wieder hier hoch? Das muss ich dann, das müssen wir mal da rausfinden. Gucken wir uns das erstmal ab. Hier ist ein Loch. Oh, nein, da wollte ich noch nicht runter. Jetzt ist meine Fackel ausgegangen. Muss mal ein bisschen unter Wasser gucken. Spröde Quarzitscherbe. Warte mal, Fackel kann man wieder anmachen. So. Und da ist noch eine Marmorscherbe. Es ploppen hier gerade ganz viele Tutorials auf. Ihr könnt euch die gerne durchlesen. Ich lese sie jetzt nicht vor. Aha. Whoa, it's a giant. Oh, die Akronen auch. Ich sehe sie aber gerade nicht. Da. Lauf doch nicht weg. Wollte ich scannen. Ha! Rote Kriegerameise, ja. Die... scheinen nicht so friedlich zu sein. Huch. Komme ich hier
mit Duckjump rüber? Ah, nee. Versuche ich mal hier lang zu gehen. Ha, so geht das doch. Oh ja, und wenn man, ja genau, Bedrohung hört, dann steht es auch immer schön brav überm Hut. Denn ist ja ganz informativ. Hier sind ganz viele Quarzitscherben. Schon mal eingesammelt. Genau, jetzt können wir hier rüber balancieren. Dann sollten wir hier erstmal alles haben. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Mache das Licht wieder aus. Und es ist 3 Uhr, also 3:30 Uhr morgens. Ach, guck mal, meine Aufstehzeit. Das heißt, es lohnt sich jetzt nicht mehr ins Bettchen zu gehen. Oh, Burgle, du hast da was verloren. Sondern wir gucken uns hier nochmal im Terminal um. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen was. Dann würde ich erstmal mehrgeschossige Basen nehmen und ich will auf jeden Fall noch befestigte Basen haben. Das, was ein bisschen mehr Science braucht, also das 5000 und 4000, das kann man sich dann später mal holen. Aber ich finde jetzt zum Anfang, damit wir schon mal gut bauen können, finde ich das ganz gut. Achso, ja, Aufgaben. Das werden immer noch die gleichen sein. Oh nein, es sind neue. Zum Tageswechsel kommen dann immer wieder neue. Rüsselkäfer töten kriegen wir hin. Schleimpilzfackel können wir auch bauen. Und wir haben eine Kundschaftermission. Oh, gleich die drei Typen. Perfekt. Große Eichenlampe. Also, ihr seht, es gibt 3 Missionstypen. Einmal Jäger ist halt immer töten. Handwerker ist was herstellen. Und Kundschafter ist einen Ort finden. Und dort dann eine Wegmarkierung aufstellen. Und diese 3 Aufgaben können wir super easy erledigen. Und das finde ich so toll an dem Spiel, wenn man... Man hat ja, sag ich mal, man kann ja quasi hier auch alles machen, wie man will. Die Karte wollten wir uns noch angucken. Erkunden gehen und sonst was alles. Aber wenn man so ein bisschen, weiß ich nicht, Anleitung braucht, was man als nächstes machen kann, dann kann man sich diese Aufgaben holen, weil dadurch bist du immer dann zu Orten unterwegs, die du noch nicht besichtigt hast oder wahrscheinlich noch nicht besichtigt hast. Muss manchmal ein paar Tiere dann töten, die man vielleicht auch noch nicht so oft bekämpft hat. Oder man baut Sachen und kann sich mal angucken, was sie machen. Und dafür kriegt man halt Wissenschaft. Was ihr seht, ist hier die Währung. Also, ja, recht gute Idee. Jetzt haben wir es schon 4:30. Wir müssen noch Madenschleim analysieren und die Eichelkappe. Und sonst noch was? Nee, wir haben viel zu viel Essen. Ja, gut. Fangen wir mal an. Aber jetzt können wir uns auch den Schild bauen. Ist ganz gut, dass wir so viel essen haben. Saftschenger, Smoothie-Küche, Spinnenrad, Eichelzaun, Gartenbeet. Und dann den Madenschleim. Kein neues Rezept. So, jetzt brauchen wir aber auch wieder nur noch ein Eimer Scan und haben dann schon wieder ein neues. Ja. Neues Rezept. So, ich klicke mal ganz kurz alles durch, was hier gerade mit Ausrufezeichen markiert ist. Damit das alles mal weg ist. Man kann leider nicht sagen, alles als gelesen markieren. Also, wir haben schon sehr, sehr viele Rezepte freigeschaltet. Jetzt in den ersten knapp 3 Folgen, sag ich mal. Und ja, ich weiß nicht, das animiert mich total, die Welt zu erkunden. Also ich erkunde generell gerne Welten in Spielen. Aber dann kriegt man dafür auch noch so einen tollen Science-Sound und man kann analysieren. Ach, das... Die Mechanik hat mich gecatcht, muss ich jetzt sagen. So. Muss das alles noch schnell einmal anklicken. Jetzt am Anfang ist es halt relativ viel. Irgendwann wird es ein bisschen weniger. Dann klicke ich halt das kurz an, wenn wir es analysiert haben. Wenn ich dran denke. Aber ich denke schon. Weil die ganzen Ausrufezeichen machen mich irre. Hier kann man übrigens alles nachlesen. Das ist so ein kleines Rohstoffregister. Und wenn man da schon dann halt
Rezepte für hat, dann steht das auch da, wofür man das gebrauchen kann. Ist halt irgendwann ganz hilfreich, um seine Ressourcen zu sortieren, ob man das dann überhaupt noch braucht oder nicht. Und ja. Okay. Dann bauen wir jetzt mal den Schild, bevor uns hier das Fleisch verdirbt. Wir sehen hier keine Zahl, wir sehen nur diesen Kreis, der abläuft. Ja, wir haben alles da. Wir brauchen eine Werkbank dafür. Okay, müssen wir uns erstmal eine Werkbank bauen. Gehen wir mal raus. 5 Uhr. Also gleich 6 Uhr morgens. Ja, da haben wir die Nacht durchgemacht hier mit Burgle zusammen. Hallo? Also, ihr müsst wissen, nachts sollte man hier eine Eiche nicht so rumstreunern. Denn hier sind schon die ersten Spinnen. Müssen wir kurz weglaufen. Also, das ist eine normale Radnetzspinne. Die scannen wir vielleicht. Können wir die von hier oben scannen? Kommt die hier hin? Wo ist sie hin? Die ist noch. Da sind wir noch nicht gerüstet für, ja? Ja, die Spinne ist sehr groß. Aber. Es geht noch sehr viel schlimmer. Da sehen wir es. Die Wolfsspinne wohnt hier. Und die Wolfsspinne ist so der erste, nennen wir es mal, größere Gegner so zum Beginn des Spiels. Also es gibt hier verschiedene Tierstufen von, sag ich mal, Ausrüstung. Und ja, Ausrüstung und Tieren und Gegnern. Ich glaube, das sieht man auch bei den Daten. Genau, wir haben 1, Radnetzspinne ist schon 2, Wolfsspinne ist auch noch 2. Ich kann euch verraten, die Maximaltierstufe ist 3. Und so Wolfi, er heißt immer Wolfi, ja, bei mir, das müsst ihr einfach wissen. Wolfi ist halt so der erste größere Gegner, den man irgendwann mal dann versuchen kann, wenn man sich stark genug fühlt. Aber aktuell frisst er uns einfach nur auf, ja. So, unser nächster Step ist jetzt erstmal, dass wir uns eine kleine Base bauen. Und da würde ich gerne hier auf diesen Seerosenblättern bauen. Ja, das machen alle. Ja, das habe ich in meinem privaten Spielstand schon gemacht. Und ja, ich werde es wieder hier tun, weil ich insgesamt meine, also später möchte ich hier beim Baum bauen. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja, und deswegen bauen wir uns jetzt hier eine kleine Base, um dann uns erstmal, sag ich mal, für das Abenteuer zu rüsten. So, dann bauen wir das hier so ein bisschen neben. So, bauen wir ein bisschen rein. Das heißt, es wird jetzt der Rest, den Rest der Folge werde ich hier jetzt zumindest so bauen, dass wir runterkommen. Und wir werden anfangen, uns mal die wichtigsten Sachen herzustellen, die ersten Quests zu erledigen. Jetzt ist dieser hektische Anfang quasi erstmal durch. Jetzt müssen, kommen wir erstmal, sammeln wir uns erstmal. Und dann können wir das Abenteuer weiter bestreiten. Weil dann haben wir auch Truhen und haben Platz, Sachen einzulagern. So. Und, ja. Deswegen wollte ich die Nacht immer noch beim Burgle verbringen, weil wenn man nachts draußen rumläuft, also Wolfi ist nachtaktiv, ja, was an sich ganz in Ordnung ist, aber nachts sollte man wirklich halt nicht rumlaufen, sonst kommt er und frisst dich. Er frisst dich wirklich, es ist wirklich mal eine Spinne, die dich frisst. So, alle Tiere sind gerade erstmal von uns sicher, wir haben nämlich noch so viel Fleisch im Inventar. Armed Raspberry Punch. Oh. Ja, wieder ein Trinkpäckchen. Das sind so die neuralgischen Punkte hier auf der Map. Die schaltet man dann nach und nach frei, wenn man da lang läuft. Haben wir noch eins?
Ja, eins machen wir noch und dann machen wir eine Treppe runter. Oh, können wir überhaupt... Wir müssen irgendwie mal Unkrautstängel finden. Die haben wir auch noch gar nicht gescannt. Aber ich weiß, dass wir sie brauchen für eine Treppe. Und ich muss sagen, mir gefällt der Baustil, oder ja, der Stil der Bauelemente total gut. Machen wir mal so. Legen wir die eine Grasplatte schon ab. Dann müssen wir jetzt mal Löwenzahn finden. Denn hier diese etwas röteren Stängelchen sind zwar auch Unkraut, können wir aber noch nicht hacken. Da fehlt uns die passende Waffe. So, da sind, sehen wir schon Löwenzahn. Da müssen wir mal, ich muss mal gucken, wie wir rankommen. Also, ah, hier vorne ist direkt eine. Perfekt. Denn in diesem trockenen Gras... Genau, da hinten sieht man es. Ein bisschen, warte mal, ich scanne mal, dann sieht man nämlich die Umrisse besser. Sitzt eine Baumwanze und die sind auch nicht nett. So, der Löwenzahn gibt auch Unkrautstängel, die gerade überall hängen bleiben. Na toll. Ach, da, warte mal, da unten müssen wir herankommen. Und einen gibt's doch noch. Oh, der hängt da fest. Warte mal, den müssen wir mal kurz runterholen. Da wir ja gerade nicht so viel Auswahl haben, wie man Unkraut bekommt, brauchen wir den schon, ne? Dankeschön. Den wollte ich. Oh, und? Ah, da stinkt die Wanze rum. Gehen wir mal lieber. Genau, die Unkrautstängel gehen wir jetzt... Oh, das ist die Spinne, ne? Oh, ja gut, müssen wir abpassen. Gehen wir einmal analysieren. Und dann können wir die Treppe bauen. Man kann auch mit Zeug auf der Schulter sprinten, wie ihr seht. Das funktioniert ganz gut. Ja, also ich muss sagen, klar, ich kenne diesen Base-Spot. Es gibt bestimmt 1000 andere Spots, wo man auch bauen kann in diesem Spiel. Aber ich liebe ihn, ja? Und deswegen werde ich hier wieder bauen. Irgendwann, also irgendwann hier im Baum. Jetzt erstmal auf der Seerose. Die Seerose ist so erstmal unsere erste kleine Base. So, ist die Spinne jetzt weg? Können wir einmal kurz rein? Ich sehe sie gerade nicht. Ist natürlich richtig gut, dass sie genau jetzt, wo wir hier doch ab und zu mal rein müssen, ja, hier rum patrouilliert. So, den einmal analysieren. Genau, damit haben wir jetzt neue Baupläne freigeschaltet. Und Hirnschmalz aufgelevelt, sehr schön. Boah, das kennen wir alle schon, schade. Und die Pollen einmal analysieren. Shinobi-Schnupfen. Ich glaube, Shinobi, war das nicht irgendeine Bezeichnung für Attentäter? Zum Japanischen? Irgendwie klingelt der gerade was. Also wird wahrscheinlich irgendwas mit Heimlichkeit zu tun haben. Tatsächlich habe ich den Shinobi-Schnupfen noch nie hergestellt. Da läuft sie gerade. Laufen wir mal ganz langsam hinterher. Ja, bei den großen Tieren wackelt das Gras immer so schön, ja? Da kann man immer ganz gut gucken, ob da gerade was Großes oder Kleines langläuft. Wenn es wackelt, würde ich im ersten Moment immer mal vorsichtig sein. So. Dann lade ich schon mal hier ab, denn wir müssen gleich nochmal Grasplatten holen.
Und das ist halt auch schön. Man kann hier, wie in fast jedem Survival, halt überall in der Welt bauen und sich Wege zurechtmachen oder was vereinfachen. Das hat halt auch echt was für sich. Wenn man seine Welt selbst mitgestalten kann. Das finde ich ja auch, oder fand ich ja auch an Porsche und Sandrock so toll. Durch die Quest baut man dann ja auch Sachen, die die Stadt tatsächlich verändern. Und hier ist es halt auch so. Machen wir das? Ich habe eine Idee. Wir müssen ja, ich würde ja schon gerne aus Blatt. Und dann machen wir noch so eine kleine Treppe runter. Ich hack jetzt einfach mal ein bisschen mehr Gras ab. Das Inventar ist voll. Ja. Baue Lager, um Gegenstände zu verstauen. Was auch richtig hilfreich ist, wenn man irgendwann volles Inventar hat. Ich glaube, ab das Inventar umfasst 40 Plätze und wenn man irgendwie bei 35 ist, zeigt das jedes Mal an, wenn man Sachen aufsammelt, wie voll dein Inventar halt schon ist. Ist halt auch ganz nett. Legen wir mal ab. Dann bauen wir hier so eine halbe Treppe, gibt es ja auch. Was ich ganz schmerzlich am Anfang lernen musste, Blueprints sind noch keine feste Strukturen und man kann da noch runterfallen. Also das ist mir am Anfang so oft passiert, weil du siehst dann die Blueprints und denkst, ja, dann ist ja die Struktur schon da, stimmt halt nicht. Ist noch nicht da. So, dann haben wir jetzt schon mal hier einen Zugang. Auf diesen Seerosen sind wir auch relativ sicher. Die Spinnen und so kommen hier eigentlich nicht rüber. Ich sage eigentlich, weil wer weiß, was wir hier noch hinbekommen. Aber die gehen jetzt nicht bewusst über unsere Strukturen und sagen sich, haha, ich kann jetzt übers Wasser. So sind sie nicht drauf, aber... Ich will es nicht ausschließen, dass nicht doch vielleicht eine mal sich verirrt. Oh, wir haben irgendwas getötet. Eine Laus. Wir haben keinen Inventarplatz mehr. Guck mal, wir essen mal das Rüsselkäferfleisch. Geht gerade nicht. Ciao, Dan. So, jetzt können wir die Laus mitnehmen. Ups. Ah, das war vielleicht die Ameise sogar. Es wird schon wieder nachmittags, ne? Aber wir bauen jetzt erstmal so ein bisschen weiter. Wir brauchen dann ja noch, natürlich noch ein Shelter und ein Feuer und vielleicht schon mal die erste Truhe und eine Werkbank. So. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr Gras gehauen haben, ne? Ach, irgendwann baue ich dann genug Gras. Oh, die Folge ist auch schon voll lang. Ich sehe schon, dass ich bei diesem Spiel echt die Zeit oft verliere, vergesse. So, das nehmen wir alle schon mal mit. So, ich lasse das mal hier liegen. Also irgendwann, glaube ich, die spawnen so Sachen, die man dann nicht verbaut hat. Aber das dauert schon ein paar Tage. Also wenn man, weiß ich nicht, baut dann und sich Sachen erstmal ablegt und beiseite legt, dann sind sie nicht am nächsten Tag weg. Aber irgendwann, die spawnen sich schon. Ich weiß bloß halt nicht wann. Die Folge wird jetzt ein bisschen länger. Ich habe gerade beschlossen, die Folgen werden so zwischen 30 und 45 Minuten lang. So die ursprünglichen Folgenlängen fürs Wochenende. Ja. Wenn ich irgendwann mal wieder weniger Zeit habe, werden sie wahrscheinlich eher 30 Minuten lang. Jetzt, wo ich ein bisschen Zeit habe und Bock habe und
mich erstmal in dieses Projekt reinfinden muss, muss man ja auch sagen. Ist ja auch das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich kann da viele Sachen einfach noch nicht einschätzen. Sind sie dann halt jetzt mal am Anfang vielleicht ein bisschen länger. Okay, mehr Platten sehe ich gerade nicht rumliegen. So. Dann brauchen wir eine Werkbank. Spießchengrill. Packe ich den da mal hin. Aber wir können ja hier, weil das so Treppennähe ist, ist hier so unser Startpunkt. Es fehlt noch einmal trockenes Gras. Das stand da oben auch. So, trockenes Gras. Dann brauchen wir noch Shelter und die Werkbank. Und dann können wir uns... Oh Gott, das Fleisch vergammelt gleich, ne? Also wir müssen dringend die Werkbank bauen, damit wir den Schild schnell noch bauen können. So, dann den Shelter. Sprösslinge sammeln wir gleich. Und die Werkbank packe ich mal... Was ist hier überhaupt? Aber die können wir ja hier irgendwie auf das große Blatt stellen. Hm. So, dann brauchen wir, müssen wir gleich nochmal Sprösslinge sammeln. Ganz schnell. So, da brauchten wir 4 und wie viele hier? 2, also 6 insgesamt. Da ich den Ort hier schon kenne, weiß ich natürlich, wo ich Sprösslinge finde. Also ich werde hier nicht so tun, dass ich, als würde ich gar nichts wissen. Ich versuche euch nur nicht zu spoilern. Also wenn ich Informationen zurückhalte, geht es eher darum, dass ihr nicht gespoilert werdet. Ich weiß natürlich, also die Orte, die ich auf der Map schon kenne, die kenne ich dann halt schon. Da werde ich jetzt nicht so tun, als wäre das die größte Überraschung der Welt. Ein Sodatropfen haben wir getrunken. Hat nicht so viel Flüssigkeit aufgefüllt, dafür aber ein bisschen Nahrung. Und hier müsste dann ja auch irgendwo ein Tropfen liegen. Ja, da hinten. Ich hoffe, der füllt ein bisschen besser Flüssigkeit auf. Ja, der ist schön. Ich glaube, die haben das ja hier Soda genannt. Ich denke, das geht so Richtung Brause. Und vielleicht haben sie gesagt, das füllt halt eher Nahrung auf, weil da so viel Zucker drin ist. Weil ich habe das Gefühl, also ich persönlich, wenn ich was Zuckerhaltiges getrunken habe, wie Cola oder so, habe ich danach noch viel mehr Durst. So, dann bauen wir jetzt mal ganz schnell unseren Schild. Noch ist es nicht möglich. Geschafft. So, wir haben ein Schild, der verdirbt jetzt auch nicht. So, den Rest hängen wir dann mal zum Gebraten auf. Oh, fangen wir mal mit dir an. Du und du. Die anderen beiden müssen auch warten. Oder werden verderben. Wie auch immer. Und dann können wir... Oh, entschuldigt. Mal Truhen bauen. Ich baue gleich die großen. Dafür brauchen wir noch Eichel. Aber wenn ich jetzt eine kleine baue, die vielleicht nicht so viel braucht... Dann, oder wir stellen die, nee, wir stellen die einfach hier irgendwie so hin. Nee, machen wir so. Ich baue erstmal 2. Erstmal versuchen wir eine zu bauen. Aber ich stelle die zweite schon mal theoretisch daneben. Die steht sehr viel weit vorne. Aber das Blatt ist ja auch nicht 100% gerade. So, wir brauchen noch Eicheln und Klee. Das können wir uns schon mal alles schnappen. Und dann können wir die anderen noch schnell aufhängen. Das gebratene Fleisch hat wieder einen eigenen Spoil-Timer, wie ihr seht.
Das heißt, das hält sich jetzt ein bisschen noch. So, Klee. Zwei Blätter? Ach nee, da ist das dritte. Das sieht halt aus wie der ganz normale, heißt der Sauerklee? Der sieht anders aus, dieser Sauerklee, ne? Der hat eher die herzförmigen, ja, doch, war richtig. Herzförmigen Blätter, ne? So, und Eicheln. Dafür brauchen wir einen Hammer. Können wir euch schon knacken? Ja. So, da kommen immer verschiedene Ressourcen raus. Also es gibt Eichelschalen, es gibt die Kappen und es gibt noch eine Ressource, die ich jetzt gerade noch nicht gesehen habe. Das sind Eichelbrocken. Da. Genau. Die haben wir jetzt neu entdeckt. Die werden wir wahrscheinlich auch wieder scannen können. Genau. Die gibt es auch noch. Analysieren heißt es hier, aber ich sage immer scannen. Das ist, ich weiß nicht, es wird immer scannen heißen. Stellt euch einfach drauf ein. So. Dann sollten wir sogar schon fast beide Truppen bauen können, ne? Ja. Nicht erschrecken, dieses Geräusch, war ein, sehen wir ihn? Hier, ein Koi-Karpfen. So, dann können wir jetzt mal ein bisschen unser Inventar leeren. Ich würde mal sagen, wir packen so... Wir haben ja zwei Kisten. So Sachen, die vom Tier kommen, können wir in eine Kiste packen. Und alles andere, was eher so, sag ich mal, pflanzlich ist, können wir ja in eine andere Kiste packen. Wir haben ganz schön viel Essen. Das ist ungewöhnlich für den Start des Spiels. So. Steinchen, das noch. Auch mal mit nach oben. Achso, ja, das deckt nicht so viel. So. Sortieren wir mal kurz das Essen in eine Reihe, damit ich das sehe. Das und das. Lager sortieren. Und dann haben wir es. Wie spät ist es? 17.11 Uhr. Dann können wir noch einmal die Eichelbrocken analysieren gehen. Und dann würde ich die Folge tatsächlich auch beenden. Oh, guck mal, ein Marienkäfer. Ja. Noch ein, also alles scannen, alles analysieren und dann kommt man hier gut durchs Spiel. Dann kriegt man zumindest die Informationen, die man braucht. Genau, wir analysieren das jetzt noch, dann mache ich einen Schnitt und in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit den nächsten Aufgaben. Jetzt haben wir schon mal so eine kleine Mini-Base, wo wir erstmal starten können. Uns finden können und sammeln können. Bis wir dann irgendwann Lausatorpilz, ein Smoothie. Ja, bis wir uns dann irgendwann eine richtige Base bauen. Aber der Spot hier ist halt ziemlich cool. Und deswegen werde ich den auch beibehalten. Ich kann euch ja nochmal sagen, warum der so toll ist. Und zwar haben wir hier die Map, die wollte ich euch ja eh schon mal zeigen. Die ist riesig. Riesig. Guck mal, wir haben das alles, ist nur so minimal das Startgebiet. Das ist die ganze Map, die wir erkunden können. Und das ist die Eiche. Und die ist halt relativ zentral von der Map. Und deswegen finde ich sie gut. Weil das sehr zentral gelegen ist. Oh, Spinne. Ah, jetzt können wir ja mal testen, ob sie mit rüberkommt. Aber ich glaube nicht. Hier können wir rüberspringen.
Nee, da haut sie ab. So. Oh, guck mal, eine Laus guckt. Oh, mein Kumpel hängt da oben. Wie cool. Cooler Abschied. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.